Ja, hoffentlich ausgenüchtert sind wir zurück. Hier immer noch in der Medic-Station. Wir haben mit Frau Doktor einen kleinen gehoben. Und ja doch, es sieht schon ein bisschen besser aus. Es ist nicht mehr so verschwommen beim Laufen. So, was wollten wir jetzt tun? Wir haben halt, wie gesagt, unsere Mission hier jetzt abgegeben. Und wir sind ja auf der Normandy und ich hoffe, dass wir hier eigentlich noch auf der Omega-Basis irgendwie rumeiern, weil wir ja doch, wenn ich das richtig gesehen habe, das ist klar, den Professor, den suchen wir jetzt noch. Der Warlord, da müssen wir woanders hin. Aber irgendwie sagt mir was. Verbrechen... Datenpfad, das war doch hier, genau, das war das. Zu rekrutieren wurde ein Datenpfad sichergestellt. Es enthält Informationen, die Area T-Lock, genau, die Herrscherin von Omega, bestimmt gerne sehen würde. Da gehen wir mal hin und ich glaube, dass die uns dann auch sagen kann, wo wir den Professor finden, den Doktor, den wir ja für unser Team rekrutieren wollen. So. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ja, das ist nicht weiter tragisch. Dann schauen wir mal. Jupp, wir sind immer noch bei der Omega oder bei der Undock-Station und docken da mal an. Sieht cool aus. Und wir gehen dann ins Afterlife, um mit dieser Area oder Aria zu quatschen. Das ist auch gut. EDI versorgt oft mit wertvollen Informationen über die Mission und etwaige Fortschritte. Sie sollten ihr zuhören. Ja. Tja, da suchen wir uns mal ein Team aus. Wir nehmen mal Garrus und Miranda. Drei Punkte haben wir hier. Das ist das Kampfmeisterschaft ohne verbesserte Gesundheit. Da machen wir doch gleich mal mit. Ashley. Überlastung. Mit einem Punkt können wir nicht dienen. Betäubungsschuss. Überlastung. Sie feuern einen elektromagnetischen Impuls ab, der Schilden und synthetischen Feinde enorm Schaden zufügt. Gut. Das soll's erstmal gewesen sein. Quarantänewarnung aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe Suchanfragen nach Berichten über Archangel gestartet. Die verschiedenen Söldnergruppen halten ihn anscheinend für tot. Für mich ist das okay. Ja, alles gut. Wir gehen eh erstmal ins Afterlife. Und geben mal die Daten ab. Dass wir hier am Eingang einfach so vorbeikommen. Ist schon in Ordnung. So, hier quatscht uns auch keiner dämlich an. Ne, diesmal nicht. Okay. Und da sind wir schon. Ich bin in einer wichtigen Geschäftsbesprechung. Okay. Ich glaube, meine Moral wird gerade lockerer. Juhu. Oh Gott. So, dann quatschen wir mal mit dir. Was brauchen Sie? Einer der Söldner, die hinter Archangel her waren, hatte dieses Datenpad dabei. Sie wären ihr nächstes Ziel gewesen. Zeigen Sie her. Interessant. Würde mir wohl jemand erklären, wie uns diese Information durchs Netz rutschen konnte? Ich gehe der Sache nach. Danke für die Information, Shepard. Ich werde wohl in meiner Organisation ein wenig aufräumen müssen. Ich suche nach Morden Solus. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Tja, wo ist er? Wie komme ich zu ihm?
Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man sie reinlässt. Okay. Ein Scan und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass Sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Okay, das ist gut zu wissen. Dann können wir uns hier frei bewegen. Vielleicht komme ich später wieder. Vielleicht werde ich hier sein. Okay. Gut. Transportmittel nutzen. Aria hat Arbeit für Sie, falls Sie interessiert sind. Was? Aria hat Arbeit für Sie, falls Sie interessiert. Aria hat einen Job, der erledigt werden muss. Lust auf ein bisschen Arbeit? Das kommt darauf an, was Aria so vorschwebt. Aria hat Wind davon bekommen, dass ein paar Söldner vom Bloodpack einen alten Bekannten von ihr umlegen wollen. Einen Kroganer namens Oracle. Sie möchte, dass Sie das verhindern. Mhm. Warum kommen Sie damit zu mir? Ist der Job zu schwer für Arias normale Gorillas? Weil Aria es so wollte. Reicht Ihnen das nicht als Begründung? Leute wie Aria tun nichts, ohne einen verdammt guten Grund dafür zu haben. Und den will ich jetzt hören. Okay. Aber Sie haben das nicht von mir, klar? Wenn rauskommt, dass Aria Oracle beschützt, könnte man ihr das als Schwäche auslegen. Und das wiederum könnten einige ausnutzen wollen. Sie stehen nicht auf ihrer Gehaltsliste. Dass Sie Oracle helfen, ist also nur ein spontaner Akt der Nächstenliebe. Ich sehe es mir mal an. Gut. Oracle ist unten, vermutlich im Kreise seiner Fans. Verstecken Sie ihn, bis die Söldner sich wieder verziehen. Kommen Sie wieder her, wenn die Sache erledigt ist, dann kriegen Sie, was Ihnen zusteht. Ich komme wieder, wenn der Job erledigt ist. Viel Glück. Okay, wenn er unten ist, dann machen wir die kleine Nebenquests auch nochmal. So, mit Helena haben wir ja schon gequatscht. Willkommen zurück, Commander. Ja. Ich muss gehen. Natürlich. Sie haben sicher Wichtigeres zu tun. Mit Sicherheit. Eine Kolonie der Menschen namens Freedom's Progress wurde von Unbekannten angegriffen und ist damit ein weiterer Beweis dafür, dass Menschen offenbar nicht in der Lage sind. Hier geht's nicht weiter. Oracle. Wo ist Oracle? Na ja, gut, hier werde ich es jetzt nicht sehen, denke ich mir mal. Aber warte mal, untere Ebene. Da sind wir ja gerade. Wird er ja vielleicht hier irgendwo rumstreunern. Gucken wir hier nochmal rein. Keiner mehr, den haben wir nach Hause geschickt. Tja, entweder ist er nicht einfach zu finden. Auf jeden Fall sind wir hier schon wieder fast am Haupteingang. Schauen wir hier nochmal rein. Der verrückte Prophet. Bereit! Das Ende ist nah! Oh mein Gott. Die Station für den Tod von Omega ist Station Nummer 1.
Was haben wir hier? Ich habe vielleicht auch was für Menschen. Allerdings nicht viel. Was haben Sie auf Lager? Von allem etwas. Es läuft jede Menge Ware durch die Station und ich greife davon das Beste ab. Ich bin heute in Spendierlaune, aber ich glaube, woanders kann ich bessere Ware finden. Sie werden nirgends eine bessere Auswahl finden, außer Sie wagen sich auf den Schwarzmarkt. Ich verhandle lieber mit Ihnen, als diesen Dieben Geld zu geben. Können wir denn vielleicht einen Deal aushandeln? Hören Sie, mit dem Schwarzmarkt kann ich nicht konkurrieren. Ich muss auch Gewinn machen. Ich werde mein Möglichstes tun. Aber sagen Sie es niemandem, sonst geht's mir an den Kragen. Gut. Dann stöbern wir mal. Stimulationsleitung. Eine Reihe von Beryllium- und Wolfram-Schienen unterstützen verbesserte Kommunikation mit Mikroservern kurzzeitig die natürliche Bewegung des Trägers. Ursprünglich von der Sirta Foundation für Rettungsoperationen entwickelt, wurden sie inzwischen für den militärischen Einsatz angepasst. Erhöhen Sturmlaufgeschwindigkeit. Okay. Präzisionsgewehr. Nee. Wir lassen es gut sein. Harrod? Nee. So, wo geht's denn weiter jetzt hier? Geht's hier lang? Bezirkswache. Beschwerden sind sinnlos, Mensch. Was? Wir haben eine Seuche. Niemand kommt rein oder raus. Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Morden Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Morden versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern. Vorrangig wäre es, das Problem umgehend zu lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Moment! Mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich! Eine Quarantänezone für eine Seuche, die Turianer befällt. Warum gehen wir nicht mal wohin, wo es schön ist? Es ist sicherer, bei einer Einheit zu bleiben, die immun gegen die Seuche ist. Es ist Ihre Entscheidung, Shepard. Wenn Sie mich brauchen, wird mich ein mickriger Husten nicht zurückhalten. Wir gehen auf Nummer sicher. Haben ihn ja gerade schon knapp verloren. Wir hätten ihn knapp verloren. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Da muss es ja nicht nochmal sein. Also nehmen wir die beiden. Ich glaube, wir haben Jacob noch ein paar Punkte hier zu geben. Beenden das Ganze. Sind jetzt drin. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Da geht's lang. Nicht schießen, Sie dürfen rein. Alles klar, okay, danke.
So. Viel Glück da drin. Die Blue Suns und die Watcher schießen auf alles, was sich bewegt. Okay. Gut, dann machen wir lieber eine kleine Pause, bevor wir uns hier ins Getümmel wagen. Und wer weiß, was noch alles passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen eine kleine Pause. Die Zeit ist auch schon wieder um. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, mach's gut. Tschüss.